Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die liebe Chrissy von dem Kanal Hello Chrissy, die jetzt übrigens auch wieder Videos macht, ist heute bei mir zu Gast. Und wir waren diese Woche privat im Kino und zwar in dem Film Embrace. Und es sei vorweggenommen, das ist keine bezahlte Kooperation, kein Sponsoring, gar nichts. Aber der Film hat in uns einiges ausgelöst, worüber wir heute sprechen möchten. Ja, wir haben sehr viel geweint. Auf jeden Fall ist es ein Film, da geht es um Bodyshaming. Und generell, wie Frauen durch die Medien beeinflusst werden, dass sie so gut wie möglich aussehen müssen. Und wir wollen euch unsere persönliche Geschichte auch dazu erzählen, weil es wird euch vielleicht überraschen. Wir haben auch Probleme gehabt und haben Probleme mit unserem Aussehen. Das erzählen wir euch gleich nach dem Trailer. Das Thema betrifft praktisch alle Frauen und Mädchen, die ich kenne. Ich war nicht groß genug, ich war nicht dünn genug, ich war nicht blond genug, ich war einfach nie genug. Jahrelang hat die Gesellschaft Frauen eingeredet, dass sie schön sein müssen. Als wäre das das Wichtigste, was sie sein können. Nachdem ich 3 Kinder bekommen hatte, hasste ich meinen Körper. Also trainierte ich wie verrückt. Und dann stand ich da, in meinem perfekten Körper und war unglücklich. Zu viel Zeit, zu viele Opfer, zu viel Besessenheit. Und das ist es einfach nicht wert. Michaela. Ich will nicht, dass es meiner Tochter einmal genauso geht. Deshalb mache ich mich auf die Suche nach Antworten. Warum hassen so viele Menschen ihren Körper? Und was können wir dagegen tun? Ricky, hast du dich mal gefragt, wie es wäre, nicht über dein Gewicht nachzudenken? Keine Ahnung, wie sich das anfühlen würde. Bei Shootings lästert immer irgendwer über meinen Körper. Ich litt unter Depressionen, weil ich meinen Körper hasste. Niemand sollte sich zu Tode hungern müssen, nur um so auszusehen wie in Frauenmagazinen. Das Thema war viel größer, als ich jemals gedacht hätte. Als ich ein Vorher-Nachher-Foto auf Facebook postete, brach ein Sturm los. Sie zieht sich nackt aus, um Frauen zu ermutigen, ihren Körper wertzuschätzen. Das machte Schlagzeilen in Paris, London, Berlin, den USA. Es ging um die ganze Welt. Es hat mich komplett verändert, die ganze Art und Weise, wie ich mich selbst betrachte. Mein Körper ist kein Schmuckstück, sondern ein Instrument. Es geht im Leben nicht darum, sich selbst zu quälen, weil man nicht die Figur hat, von der die Medien einem permanent sagen, dass man sie haben muss. Du öffnest deine Arme, um andere zu umarmen. Für mich war das Gold wert. Mein geliebtes Mädchen, verschwende keinen einzigen Tag deines Lebens damit, Krieg gegen deinen Körper zu führen. Umarme ihn. So, den Trailer habe ich damals gesehen und war da sehr angetan und wollte den Film unbedingt sehen. Und was mich auch sehr angetan hatte, war, dass Nora Tschirner, die ich persönlich sehr vergöttere, auch den Film mitproduziert hat. Und war nochmal ganz kurz zum Film. Das ist kein üblicher Kinofilm, das ist wie gesagt eine Dokumentation und der Film läuft auch nicht so lang im Kino. Eigentlich nur am 11. Mai, das ist jetzt leider schon vorbei. Manche Kinos zeigen den ein bisschen länger, aber hauptsächlich wird es den dann später auf DVD geben. Wie gesagt, den gibt es jetzt schon auf DVD. Ach ja? Das ist halt so ein Event-Zeitraum, wo der so begrenzt läuft, der Film. Also jede Frau, die da draußen, auch jedes Mädchen, die sich viele Gedanken um ihr Aussehen macht, sollte den Film gucken. Das ist auf jeden Fall eine positive Beeinflussung. Ich glaube, wir haben mehrmals geheult bei dem Film, ja. Weil man sich halt die ganze Zeit angesprochen und ertappt fühlt. Und ja, sag du mal, wie du den Film so fandest. Und was ja, ihn ausgelöst hat. Also was ich vielleicht vorwegnehmen sollte oder wo ich euch auch ein bisschen beruhigen kann, das ist kein Mitleidsfilm oder es werden zwar ein paar Schicksale gezeigt, aber deswegen habe ich jetzt nicht geweint. Ich habe einfach öfter mal ein Tränchen verdrückt, weil ich mich wirklich, wie du schon gesagt hast, so angesprochen, ertappt gefühlt habe und dachte, wow, ja, genau so ist es und ich hätte niemals gedacht, dass es anderen genauso geht. Und das ist auch das Ding des Filmes, der Dokumentation. Jede Frau, egal ob jetzt, ich glaube, ganz ehrlich, auch so eine Pamela Reif ist nicht perfekt, ist nicht so zufrieden mit sich und immer glücklich, sondern hat auch irgendwelche Sachen an sich, die sie wieder verändern möchte. Und andere wiederum himmeln sie an, weil sie denken, wow, sie hat alles, sie ist perfekt und so. Und das wird auch sehr stark im Film aufgegriffen, dass man eben ja, eine von vielen ist. Und egal, wie sehr du bewundert wirst, oder selbst wir als YouTuber, ne, da rechnen ja auch viele nicht damit, dass wir auch solche Struggle haben oder bei mir, ich habe früher als Model gearbeitet und selbst damals oder heute, jeder hat solche Problemchen und das finde ich eben so gut. Und vor allen Dingen ein ganz großer Punkt des Films ist es, dass es
nicht wichtig ist im Leben, gut auszusehen. Und das uns, das sagen die im Film auch. Und es ist wirklich so, dass seit wir, also wie wir Mädchen aufwachsen, wird immer auf den Finger auf die Hübschen gezeigt und sagen, oh, du bist aber ein hübsches Kind. Und natürlich lernen wir dadurch, okay, hübsch ist gut und alles andere ist schlecht. Und dass man uns halt ein bisschen reduziert auf das Aussehen. Und dann kommen die ganzen Medien hinzu und die, wie man aussehen muss und auf den Covern. Und gerade wollen alle aussehen wie Kylie Jenner. Dabei sieht jeder für sich gut aus. Und ich finde es halt auch schade, haben wir auch drüber geredet, dass wenn man durch Instagram scrollt, alle irgendwie gleich aussehen. So mit den fetten, aufgespritzten Lippen, die dicken Augenbrauen. Klar kann man das schön finden, aber nicht jeder sieht so aus. Und man muss sich nicht künstlich zwingen, so auszusehen. Weil so wie man in Wirklichkeit aussieht, ist eigentlich auch schön. Aber wie gesagt, der Film sagt auch, dass das wie so viel Zeitaufwand, wie man da reinsteckt, dass es einfach nicht wert ist. Weil es ja auch oft so ist, dass man das, was man gerne, wie man gerne aussehen möchte, eigentlich nie erreichen wird. Und das ist halt eigentlich voll die Verschwendung des Lebens. Und was auch schwierig ist, haben wir auch ja gerade drüber geredet, dass wir dieses Video machen. Wir machen Beauty-Content auf YouTube und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das wolltest du auch noch ausführen, weil nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, wie falsch seid ihr denn, macht hier eine auf natürliche Schönheit, ist schön, aber macht dann Schminktipps und Fashion-Tipps, aber es hat ja nichts damit zu tun, weil... Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht und auf Instagram behandle ich das Thema oft, dass ich mich ungeschminkt zeige und dass ich sage, ich habe meine Marke, ich habe Pigmentflecken, ich habe Augenringe, ich habe Pickel. Ich finde es aber wichtig, das nach außen zu zeigen, dass die Leute nicht immer denken, die sieht immer so aus, wie wenn ich mich vorm Fenster fotografiere, weil da das Licht immer super ist und schön alles weggeblendet ist. Dass man aber einfach die Realität sieht, wie es ist und aber generell nicht immer das überschminken muss, sondern ich habe mein ungeschminktes Ich mindestens genauso lieb und jeder sollte das so genauso lieb haben wie das gepimpte Ich. Es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt, wenn man so der Meinung ist, Thema Selbstliebe und sich so akzeptieren, wie man ist, dass man dann immer ungeschminkt rumlaufen muss und es irgendwie verwerflich ist, auch mal sich schön anzuziehen, sich für Mode zu interessieren. Das finde ich auch ein ganz schwieriges Thema, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde beides gut, aber man sollte halt so ein Mittelmaß finden, so eine Balance und eben auch das wertschätzen, was man ohne das alles ist. Und aber trotzdem... darf man auch, wenn einem danach ist, sich auch schminken. Nur man sollte eben, wie gesagt, auch wissen, was dahinter steckt und das auch wertschätzen und nicht abwerten und vor allem nicht immer mit anderen vergleichen. Das finde ich super wichtig. Ja, und wie gesagt, Mode und Make-up, wir machen das auf YouTube, weil es uns Spaß macht einfach und nicht, weil wir sagen, ihr müsst euch jetzt komplett abdecken und aussehen wie ein anderer Mensch. Ja, und geben halt Tipps dafür und es macht ja auch Spaß, so fraulich zu sein und sich aufzuhübschen und sich in verschiedene Outfits zu schmeißen und jeden Tag neu zu entdecken. Das heißt nicht, dass man sich da irgendwie komplett verstellt als Mensch. Damit wollen wir ja nicht sagen, dass ungeschminkt automatisch scheiße aussieht oder wenn ihr euch nicht schminkt oder so. Also ihr merkt schon, der Film regt sehr zum Nachdenken und zum Diskutieren an und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ihn schon gesehen habt und was ihr davon haltet. Es gibt aber auch so ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritisieren würde. Natürlich ging es sehr stark um kurvige Frauen und darum, dass man sich nicht runterhungern sollte und muss und so weiter. Finde ich auch alles gut, würde ich alles unterschreiben. Aber ich finde, dass das Schlanke negativ dargestellt wurde. Und es wurde auch fast nicht thematisiert, dass es auch Menschen gibt, die von Natur aus schlank sind. Also ich, als ich als Model gearbeitet habe, was fast 10 Jahre war, ich glaube, ich habe nie eine Diät gemacht und musste auch wirklich nicht wirklich drauf gucken, was ich esse. Und es gab sogar eine Zeit, und da haben wir auch Parallelen festgestellt, als Teenager, das liegt bei mir halt in den Genen. Ich war viel größer als alle anderen und demnach sehr dünn. Und damit wurde ich gehänselt und das wurde gar nicht so thematisiert. Ja, das finde ich auch schade, das wurde halt einfach gar nicht thematisiert. Ja. Dass es auch viele Frauen gibt, die sehr dünn sind und sehr, sehr unglücklich damit. Ich habe sehr drunter gelitten, als ich Teenager war. Ich hatte es in einem alten Video von ein paar Jahren auch mal erwähnt, dass ich deswegen gemobbt wurde, weil ich war wirklich sehr, 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 sehr mager. Und mir wurde das sehr oft, sehr offen ins Gesicht gesagt über Jahre, also von als meine Pubertät anfing und als es darum ging, ja, Frauen müssen sich jetzt hübsch machen und Brüste kriegen und das habe ich halt nicht nie gehabt. Und ja, darunter habe ich mega gelitten und auch die Lehrer sind zu mir gekommen und haben behauptet, du bist magersüchtig. Es hat voll ewig gedauert, auch in der Berufsausbildung haben die Mädchen auf der Straße auf mich gezeigt, voll offen, die haben in der Gruppe gestanden, nicht daneben, die haben auf mich gezeigt, ja, so wieso die Figur von Chrissy ist aber schon zu dünn, das, so will ich nicht aussehen. Das ist so krass und die Leute denken, das ist keine Beleidigung und das ist einfach falsch, weil
ob du jetzt sagst, du bist zu dick oder du bist zu dünn, es bedeutet das Gleiche. Es bedeutet, so wie du aussiehst, ist es nicht in Ordnung. Und das ist nicht in Ordnung, sowas jemandem zu sagen. Und man weiß auch nicht, was das mit einem macht. Und ich weiß auch, dass viele Mädchen drunter leiden, weil ich es damals angesprochen habe, haben so viele Leute darauf reagiert. Oh, Chris, ich habe das gleiche Problem, ich bin zu dünn und ich kann essen, was ich will und ich werde nicht dicker. Ich will aber dicker werden, was soll ich machen? Und ich kann jetzt sagen, macht gar nichts, weil ihr schadet eurem Körper nur. Was ich früher gemacht habe, und das war ein großer Fehler, ist bei euch bis heute, ich habe mir alle Diätlisten angeguckt und dann immer genau das Umgekehrte gemacht. Also immer das gegessen, was Fett macht. Und davon so viel und so schnell wie möglich. Und das haben auch viele Freunde von mir kommentiert, wenn wir mal essen waren, dass warum schlingst du so viel, Chrissy? Hast du Angst, dass dir jetzt jemand wegfrisst? Nein, ich wollte halt aussehen wie Jennifer Lopez und Beyoncé, die zu der Zeit gerade total in waren. Man kann seinen Körper einfach nicht zwingen, sich zu verändern. Sei man kurvig, kann man nicht aussehen wie Kate Moss. Ist man sehr, sehr zierlich, kann man nicht aussehen wie eine Kylie Jenner. Und das sollte man akzeptieren, weil man ist trotzdem schön. Nur weil es gerade Trend ist, heißt es nicht, dass man jetzt genauso aussehen muss. Und das ist Quatsch, man quält sich einfach. Und jetzt 10 Jahre später quasi, jetzt habe ich halt so einen großen Blähbauch, der sich mit keiner Diät irgendwie schrumpfen lässt, weil ich habe 10 Jahre gebraucht, um mir so einen großen Magen zu fressen quasi, und den habe ich jetzt für immer im Hals. Und hätte ich einfach nicht drauf gehört, was andere über mich denken und einfach gesund gelebt, dann wäre das jetzt nie passiert. Als Kind macht man sich da gar keine Gedanken, nur weil dir irgendjemand sagt, das ist aber nicht richtig, wie du aussiehst, egal ob jetzt zu dick, zu dünn. Dann erst fängt man an, darüber nachzudenken und sich selber runterzumachen. Und das finde ich so schlimm, weil das ist aber auch wieder eine Message, die der Film vermittelt. Egal welchen Körper oder Hautfarbe, was auch immer, man sollte einfach alles akzeptieren und nicht nur sagen, nur das ist schön oder nur das. Und ja. Das ist auch von Land zu Land anders. Ja. Hier ist es in gebräunt auszusehen, in Asien ist es in blass auszusehen. Wenn man online guckt, sind diese vollen Lippen in. Wiederum in Asien ist es eher in, wenn man einen kleineren, süßeren Mund hat, wie so ein Manga-Figürchen. Und warum sollte man sich irgendwo da so einen Trend einfügen? Nur, das macht man ja nur wirklich, um andere zu gefallen, damit man das Gefühl hat, man gefällt anderen. Erst dann gefällt man sich, aber eigentlich muss man es andersrum machen. Man Richtig. Muss anfangen, an sich zu arbeiten. Und vor allen Dingen, man verschwendet halt so viel Zeit mit den ganzen Diät, Fitness, hast du nicht gesehen, Beauty-Programmen. Ich mag diese ganze Healthy Food und Sportbewegung ganz gerne, weil die mich motiviert, gesünder zu leben. Ja. Und das sollte der Hauptpunkt sein. Ihr sollt es machen, weil ihr euch besser fühlt. Und nicht, weil ihr wie XY-Bloggerin so eine schmale Taille, oder wie heißt diese Trend, dieser merkwürdige Trend? Tight Gap. Ich finde das so albern, dass man halt so eine Lücke hat zwischen den Oberschenkeln. Aber gleichzeitig soll man so einen mega Arsch haben wie Kylie Jenner. Das widerspricht sich doch komplett. Und wir wissen ja auch, dass, oder ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber viele Blogger machen auch Bildbearbeitung, ja, und faken das da rein. Und das ist halt eigentlich richtig scheiße von denen, dass sie den Mädchen sagen, okay, das ist jetzt real, versucht das auszukriegen, weil es ist einfach nicht real. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Jungs gucken nicht, ob es eine Lücke zwischen euren Oberschenkeln gibt. Das ist so, das ist eh, in 2 Jahren ist es wieder out. Resümee, ich finde, wie gesagt, auch Fitness und Healthy Lifestyle, also finde ich gut, aber man sollte einfach nicht 90% seiner Gedanken daran verschwenden. Tu das, was dir gut tut. Wenn du Lust hast, dich zu schminken, tu es. Sei dir aber bewusst, dass dein ungeschminktes Ich auch nicht weniger wert ist als, wie gesagt, deine gepimpte Version. Wenn dir danach ist, Sport zu machen, dann tu es nicht, um Kalorien zu verbrennen, sondern um dich wohlzufühlen. Einen Satz haben die im Film gesagt, den ich super fand. Sei stolz darauf, was dein Körper leisten kann und nicht darauf, wie er aussieht. Und das fand ich so krass motivierend. Auch jetzt beim Laufen, ne, dann geht es gar nicht darum, wie viele Kalorien habe ich jetzt verbrannt, sondern wow, ich habe es geschafft, in meinem Leben das allererste Mal 5 Kilometer durchzulaufen oder 7 Kilometer. Ich finde, Balance ist sowieso bei allem sehr wichtig. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wow, ich habe den Film gesehen und laufe jetzt für immer ungeschminkt rum. Aber ich finde es wichtig, dass man sich einfach gewissen Dingen bewusst wird und vor allem, dass man weiß, dass es jeder Frau so geht. Dass man alle Frauen, die man beneidet, die beneiden dich wahrscheinlich genau um irgendwas, was dir gar nicht bewusst ist. Und wir sprechen auch jetzt euch an auf Augenhöhe. Ich bin auch nicht zufrieden, Leute. Und es gibt auch oft Tage, wo ich mich unattraktiv fühle. Und gerade in der Pubertät, wo man so sein Selbstbewusstsein für die Zukunft aufbaut, habe ich mich auch so hässlich gefühlt mit 13, dass ich eine Phase hatte, wo ich nicht mehr in den Spiegel geguckt habe. So hässlich fand ich mich. Ich habe mich so gehasst. Ich habe nicht mehr in den Spiegel geguckt, was sehr schwierig war beim Gesicht waschen und Zähneputzen. Und das macht einfach jeder durch. Es ist einfach, was man daraus dann macht für die Zukunft. Und ihr seid, denke ich mal, auch
viele von euch ein junges Publikum und lasst euch von uns älteren Damen sagen, es ist nicht wert, darauf zu achten, dass andere Leute sagen, du siehst aber jetzt nicht perfekt aus. Und dann sagst du, so what, dafür bin ich gut in das, das und das. Und das Innere, die Talente, die man hat, nämlich das ist das, was euch wirklich im Leben weiterbringt und das, was euch glücklich macht und das, was... was auch bleibt, wenn ihr dann alt und grau seid, weil wir werden nicht immer alle die Möglichkeit haben, hübsch zu sein. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, sondern findet Hobbys und eure inneren Stärken und dann strahlt ihr auch viel mehr Selbstbewusstsein und viel mehr Schönheit aus. Ich habe schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht, Selbstliebe. Jetzt komme ich mal ein bisschen weiter rüber zu Chrissy, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Platz. Wenn ihr das Video sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall hier oben mal vorbei. Und Chrissy hat ja jetzt auch wieder auf YouTube gestartet, deswegen schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Und meinen Kanal könnt ihr da auch irgendwo abonnieren. Und dann sind wir gespannt auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf regen Austausch mit euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.